Also der Eingang der Schlucht ist nicht einfach zu finden. Wenn ihr in Anedri seid und hier an diesem Haus ankommt, rundherum eine Sitzbank, ein Briefkasten und das Schild Café Snack, dann stoppen und hier irgendwo parken, denn es geht da weiter, da rein. Da ist ein kleines Schild, da geht es lang zur Anedri-Schlucht. Erdose Beach wird wohl in diesem Fall auch heißen zu der Schlucht. Ja, hier geht es wieder zu The Beach. Ja, hier das erste Schild. Privat, kein Eintritt, also muss es da lang gehen. Die ersten paar Meter geht es direkt steil runter. Aber es ist wie immer in den Schluchten eine herrliche Ruhe. Und ich bin mir sicher, dass ich mal wieder alleine bin, auf weiter Flur. Keiner da ist. Das ist also die erste Schlucht, die ich gehe, wo man nicht weit sehen kann. Also immer nur 10 Meter, dann kommt die nächste Abbiegung. Aber so läuft das Ganze wenigstens interessant. Ja, Kennzeichnung wieder, rot markierte Steine. Dann ist man auf dem richtigen Weg. Ja, hier mal ein längeres Stück, was man einsehen kann. Die hohen Felswände an den Seiten, das heißt, die Sonne kommt schon relativ früh rein. Es ist jetzt kurz nach 10. Ja, hier die erste kleine Kletterpassage, aber leicht zu überwinden. Also bis jetzt ist es sehr angenehm zu gehen, sehr leicht, also keine Schwierigkeiten. So, nehme ich euch mal mit. Und unten sind wir. Die Schlucht hat ganz leichtes Gefälle. Insgesamt von oben nach unten nur 200 Meter Höhenunterschied. Und sie ist wirklich easy to go. Ja, gerade ausgesprochen easy to go. Und jetzt müssen wir schauen, wie es weitergeht. Hier geht ein Trampelpfad hoch. Sieht schon gut aus. Ah, und da sehen wir eine rote Markierung. Klein, aber das ist der richtige Weg. Da hat einer ein Türmchen gebaut. Normalerweise sagt man drei Steine, aber dreimal hier. Ja, da scheint es lang zu gehen. Wir müssen runter, wieder ein bisschen klettern, aber das ist alles halb so wild. Und wieder eine Ebene tiefer. Aber man muss immer die Augen aufhalten, damit man die roten Punkte sieht. Hier auch wieder. Das wäre nur ganz kleiner. Besser ab und zu mal gucken, bevor man sich den falschen Weg aussucht und dann wieder zurück muss. Da hier sind wieder schön ein paar Wände, die etwas höher hochragen. Mal schauen, ob wir hier durch müssen.
ich eher nicht. Das sind immer knapp 5-6 Meter. Und da hin zu springen ist auch zu weit. Also muss ich wieder zurück. Und diese Seite gehen. Oder auch nicht. Das war ein Satz mit X. Ja, muss ich jetzt nur nach den roten Steinchen suchen. Ja, wer sucht, der findet. Das war 10 Meter vorher. Der Abzweig. Und hier geht es dann relativ einfach und zügig. Ja, jetzt wird es ein bisschen interessant. Das habe ich schon vorher gelesen. Das ist eine Passage. Ich zeige euch mal von hier oben. Da muss man runter. Aber da es ziemlich glatt ist, hat man hier ein Seil verankert, was nur an so einem kleinen Baum festgemacht wurde. Aber scheint zu reichen. Und da hält man sich jetzt dran fest. Und lässt sich runter. Schauen wir mal. Ja, das hat ganz gut geklappt. Ich hoffe nur, falls noch einer kommt von oben, dass er das Tor wieder runterschmeißt. Weil sonst wird es doch ziemlich schwierig, da hochzukommen, weil es sehr, sehr glatt ist. Okay, jetzt weiter. Also was mich wundert ist, dass die Schlucht so trocken ist. Das Bachbett ist total trocken. Entweder ist im Winter hier kein Wasser oder die Schmelze hat noch nicht eingesetzt. Und das Wasser kommt später. Total kurz trocken. Aber wie ich vorhin schon sagte, es ist viel Sonne da und ich möchte nicht wissen, wie warm das im Sommer ist. Wir haben es gerade Mitte März und die Sonne knallt jetzt auch schon ganz schön. Also da Passagen, wo man der Sonne total ausgesetzt ist. Also im Hochsommer unbedingt Sonnencreme, Deckel am Hut. Irgendwas gehört? Ich auch nicht. Es sieht nach Ausläufer aus. Rechts und links sind kaum noch Berge. Das heißt, es wird wahrscheinlich nicht mehr lang sein, bis ich den Strand erreiche. Ja, auch wieder gerade ausgesprochen, ist die Schlucht wirklich zu Ende. Man hat jetzt die Wahl, was man macht. Ich werde mich wahrscheinlich für den rechten Weg, den Anidri-Strand, entscheiden. Obwohl links steht eine Kantine, obwohl rechts auch Snack Beers. Schauen wir mal, wo ich gleich landen werde. Weit und breit nichts zu sehen. Die Kantine hat natürlich auch noch geschlossen in dieser Jahreszeit. War mir klar. Warum sollte sie auch aufhaben? Nur für mich. Ja, auch an dem Strand da hinten, wie ihr seht,
keine Menschenseele. Dort da hinten würde ich mich mal niederlassen. Das sind nicht so große Steine wie hier. Ja, sieht ja ganz hübsch aus. Wird im Sommer bestimmt arg belegt sein hier. Aber ein Plätzchen habe ich gefunden. Hier werde ich mich mal niederlassen, ein bisschen ausruhen. Und dann geht das ja wieder zurück am gleichen Weg. Aber erstmal ein bisschen Sonne. Hier lässt es sich aushalten, keine Frage. Sehr, sehr schön hier. Kann man nicht meckern. So, eine Stunde Pause ist rum. Jetzt geht es wieder zurück. Erstmal den Müll entsorgen, der muss weg. Plätzchen, Banane, Wasser, muss sein. Letzter Blick. Also die Bucht ist herrlich. Vor allen Dingen, wenn man alleine ist. Sehr schön. Kann ich nur empfehlen.